Nach dem Kauftipp OnePlus Nord und dem OnePlus Nord N10 5G für unter 400 Euro kommt jetzt das OnePlus Nord CE 5G. Das startet bei 299 Euro. CE steht für Core Edition, obwohl es sich um ein komplett neues Handy handelt. Computerbild hat es getestet. Das 6,43 Zoll große OLED-Display besitzt eine Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Das Bild ist knackig und scharf mit 411 ppi. Das Labor ermittelt eine mittelprächtige maximale Helligkeit von 520 Candela pro Quadratmeter. Top-Displays sind doppelt so hell. Vor allem bei starkem Sonnenschein kneift man die Augen zu, um etwas erkennen zu können. Dennoch hat das 20:9 Display eine flotte Bildwechselfrequenz von 90 Hz für eine flüssige Anzeige. Oben am Display steckt das zeitgemäße Punchhole für die Frontkamera, die das Handy per Gesichtserkennung entsperrt. Einen im Display versteckten Fingerabdrucksensor gibt es auch, der im Test flott und zuverlässig funktionierte. Obwohl das Nord CE das dünnste OnePlus seit dem 6T ist, findet eine klassische Klinkenbuchse an der Unterseite Platz. Die Rückseite kommt in den Farben Blau, Silber oder Schwarz, die im Licht schillern. Unser Testgerät in Blue Void ist dank des matten Finishes auf der Rückseite angenehm griffig und unanfällig für Fingerabdrücke. Auf der Rückseite sind drei Linsen aufgereiht. Die 64-Megapixel-Hauptkamera fasst stets vier Bildpunkte zu einem zusammen und gibt somit 16-Megapixel-Aufnahmen aus. Die 119-Grad-Ultraweitwinkellinse schießt Fotos mit 8 Megapixel, die Monolens für Schwarz-Weiß-Aufnahmen bekam 2 Megapixel spendiert. Dank Nightscape setzt ein Algorithmus bei Fotos im Dunkeln bis zu 8 Aufnahmen zu einem besser ausgeleuchteten Foto zusammen. Allerdings waren die Tester vom Nachtmodus enttäuscht und protokollierten Detailverlust und verfälschte Farben. Bei Tageslicht waren die Fotos besser und auch die Messwerte gut. Die Tester attestierten zwar leicht verwaschene Texturen und harte Kanten, aber auch knallige Farben, die zu einem kräftigen Bildeindruck führen. Die Fotoqualität des OnePlus Nord war allerdings deutlich besser. Zudem war die Auslöseverzögerung mit 716 Millisekunden etwas lang. Bei Videos überzeugte die flotte Belichtungsnachführung und der Autofokus. Die Bildstabilisierung, zum Beispiel beim Gehen, bekommen andere Handys besser hin. Videos entstehen maximal in 4K und 30 FPS. Zeitlupe in Full HD ist mit bis zu 120 FPS möglich. Bei 720p verdoppelt sich die Bildrate auf 240 FPS. Die Frontkamera knipst ordentliche Selfies, die allerdings nicht mit den Aufnahmen des Nord oder Nord N10 mithalten können und insbesondere bei schlechter Beleuchtung Schwächen zeigten. Laut Hersteller sollen das CPU-Tempo 20 und das GPU-Tempo 10% über den Werten des Vorgängers liegen. Nach den Computerbild-Testkriterien schnitt allerdings sowohl das OnePlus Nord als auch das Nord N10 etwas besser ab als das Nord CE. Im Geekbench 5 platziert sich das CE vor allen Redmi Note 10 Modellen und Realme 8 Handys, aber hinter einem Poco X3 Pro. Als Betriebssystem kommt Oxygen OS 11 zum Einsatz, welches auf Android 11 basiert. OnePlus verspricht 2 Jahre Software-Updates und 3 Jahre Sicherheits-Updates. An Bord sind Funktionen wie Dark Mode, Zen Mode und ein neues Always-On-Display. Der Arbeitsspeicher beträgt je nach Modell 6, 8 oder 12 GB. Der Gerätespeicher beträgt 128 oder 256 GB und ist nicht erweiterbar. Dafür passen 2 SIM-Karten für den Dual-SIM-Betrieb rein. Darüber hinaus gibt es Bluetooth 5.1, NFC und Wi-Fi 5 mit 2,4 und 5 GHz. Wie in der Preisklasse üblich ist auch das Nord CE keinesfalls wasserdicht. Der
Akku hat eine Kapazität von 4500 mAh, welche dem Handy im intensiven Dauertest zu einer Laufzeit von mehr als 10 Stunden verhalfen. Dank Warp Charge 30T Plus soll es in 30 Minuten von 0 auf 70% laden. Ganz so schnell war es im Labor nicht, aber nach 15 Minuten war der Akkustand bei 33% und nach 30 Minuten bei 61%. Über Nacht drosselt das CE das Ladetempo, um den Akku zu schonen. Kabelloses Laden gibt es in dieser Preisklasse nicht. Das OnePlus Nord CE 5G geht mit einer aggressiven Preisgestaltung an den Start. Die kleinste Version startet bei 299 Euro, exklusiv bei OnePlus. Das mittlere Modell kostet 329 Euro und die größte Variante kostet 399 Euro. Der Verkauf startet zum 21. Juni 2021. Das OnePlus Nord CE ist schicker als das OnePlus Nord, aber der Bildschirm ist längst nicht so hell und auch die Fotoqualität kam im Test nicht an die bisherigen Nord-Modelle heran. Der Akku wächst, der Preis schrumpft, OnePlus hat ein gutes Paket geschnürt, das an das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis des Vorgängers anknüpft und eine Alternative zu den Preishits von Xiaomi darstellt.